Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch hoffentlich zu einem wieder ganz normalen Teil mit Demon's Souls. Ihr habt es ja beim letzten Mal gesehen, aus unerfindlichen Gründen hat mir meine Aufnahmesoftware einen Strich durch die Rechnung gemacht und mir anstatt eines ganz normalen Aufnahmevideos hier, meiner Videoaufnahme, so einen, ja, fragmentierten Brei hingesetzt. Das war am Ende des Tages übrigens eine Minute lang nur der komplette Videofile und ich hatte an dem Tag, glaube ich, 40 Minuten dann aufgenommen eigentlich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ich habe ja zum Glück ein bisschen was retten können oder zumindest euch ein Video präsentieren können. Ihr habt natürlich ein bisschen was verpasst, ist ja schon ganz klar. Zum Beispiel halt den Bosskampf, der war aber eh nicht besonders gut. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen so hingekriegt, ob das ihr trotzdem unterhalten wurdet. Und ich hoffe, dass es heute anders ist, denn heute geht es zurück in die Welt 2, also sprich in die Steinfang-Katakombe. Denn wir werden jetzt, wie gesagt, das immer so machen. Wir haben ja die ersten Welten alle abgegrast sozusagen. Und dann gehen wir jetzt nach und nach in die zweiten Welten drin, also dann 2-2. Da legen wir dann auch unseren Boss sozusagen, also ich werde es versuchen heute noch in den nächsten beiden Teilen hinzukriegen, wo wir dann ja auch dann endlich Bosswaffen herstellen können. Und dann in 3-2, in die Welt 6 sozusagen gehen wir leider nicht, aber dann gehen wir in die Welt 4-2, da gibt es dann auch den schönsten Farming-Spot im ganzen Spiel und dann natürlich wieder auch in Welt 5-2, dann seht ihr hoffentlich die Welt 5-2. Und in der Welt 5, da hatten wir ja auch eine Dame getroffen, eine befleckte Frau, die hat uns was über die Maiden Astraea erzählt, über die, über die heilige Astraea oder so eine Heilige, die in die Welt da gekommen ist. Und über die hat der gute Frake noch was zu erzählen, denn den haben wir ja beim letzten Mal, den haben wir ja aus Latria gerettet. Hat übrigens er sieht eigentlich recht gruselig aus, wenn man mich fragt, wenn er so von oben hoch guckt. Er sieht schon ein bisschen gruselig aus, wie er ihn so anguckt. So, was willst du denn hier? Aber egal, liebe Freunde, wir reden mal mit dem guten Frake. Was hat er denn zu erzählen? I have a proposal for you. Could you bring your demon souls to me? As I determine more about the essence of the soul, I can teach you new magic. A demon's soul is no mere amalgamation of lesser souls. You have your wits about you. Surely you understand me? Klar, mein lieber Frake. Also wir sollen ihm seine Dämonenseelen bringen, denn aus diesen Dämonenseelen kann er, glaube ich, neue Zaubersprüche machen. Und, da ich kein Zauberer bin, mache ich das nicht, liebe Freunde. Vom guten Frake können wir aber, wie gesagt, ein paar bessere Zauber lernen. Die gucken wir uns nämlich einfach mal an. Gucken wir mal, genau, zum Beispiel den Seelenstrahl. Das ist die, wofür wir die gauklerische Dämonenseele brauchen. Das ist die vom Fool's Idol, vom Götzenbild sozusagen. Und die Götzin in Gestalt der Königin des nun verlorenen Latria hat diesen Zauber hervorgebracht. Er lässt die hexerische Gabe der Königin erahnen. Also die Königin, ne, die dann ja auch das Land regiert hat und dann gestürzt wurde. Da muss ich mich übrigens korrigieren. Mittlerweile habe ich gesagt bekommen aus meinem eher engeren Umfeld, das auch hier diese Videos guckt, hat gesagt, du erzählst einen Quatsch, das kann gar nicht König Erland gewesen sein. Das muss dieser, ehemalige König oder so ein älterer Mann gewesen sein, der den Wahnsinn verfallen hat, Dämonen im Schlepptau hatte und dann die Welt von Latria übernommen hat. Ich sehe es ein, liebe Freunde, auch ich kann mich irren, sozusagen. Ich habe ja die Wahrheit, was die Souls-Lore angeht, ja nicht gepachtet. Interessant ist, wie gesagt, die Göttin in Gestalt der Königin. Und deshalb sind die alle immer noch da hingepilgert in diese Kirche, die ganzen Untoten und so. Und die dann immer gesagt wurden, du wirst jetzt aus... Oder Untoten, also die Menschen dort sind. Untote gibt es ja nicht in Demon's Souls, sondern die ganzen Menschen, die gesagt wurden, wir sperren euch ein. Und dann wurden sie rausgeholt aus dem Hoffnungskerker, so hieß ja das Dings in Latria. Und denen wurde dann gesagt, du gehst jetzt zur Königin. Und dann geht sie natürlich nicht zur Königin, sondern nur zum Götzenbild, das aussieht wie die Königin. Aber selbst die Königin, wie ja auch schon gesagt wurde, war eine mächtige Hexe. Denn sie hatte den Seelenstrahl. Das ist eine ziemlich mächtige Waffe. Die harte Dämonenseele von der Panzerspinne, daraus können wir den Feuerhagel machen. Den hat uns die Panzerspinne ja auch beschossen gehabt. Schießt einen Feuerhagel ab, der Wirker kann fortlaufend feuern, auch wenn er in Bewegung ist. Was eine sehr
cooler Zauberspruch ist. Außerdem hier die Schonung von der eisernen Dämonenseele vom Turmritter. Dieser Zauber erinnert an den vom Turmritter geführten schweren Schild. Ja, ist also quasi erhöht unsere Verteidigung, reduziert drastisch den genommenen Schaden. Sehr, sehr interessant. Ne? Die Giftwolke ist von der zappelnden Dämonenseele, vom Blutsauger, vom Leechmonger. Ne? Ruft eine Giftwolke hervor, da steht jetzt nicht so viel. Ne? Den Tarnumhang, den hatten wir auch schon, den Wasserschleier hatten wir auch schon. Dämonenstreich, ich glaube, das hatten wir auch schon. Genau, ansonsten, und der zeigt uns jetzt nur an, was für Sachen wir machen können aus den bisherigen Dämonenseelen. Immer wenn wir dann neue Dämonenseelen finden, dann kriegen wir auch neue dazu. Neue Zaubersprüche, die wir hier vom guten Frake erlernen können. Aber wir sind ja eigentlich hier, um mit ihm über Maiden Astraea, über Latria und so weiter und so fort zu sprechen. Mal gucken, ob er uns den Dialog schon gibt. Do you have a connection to the disciples? Do not pay attention to them if they speak poorly of me and my magic. Prayer is for the foolish, quaint, and soon to be dead. And heaven forbid the day you find out what their so-called God really is. Sehr schöner Hinweis, ne? Also die, wie gesagt, habe ich ja schon mal erzählt, die Zauberer und die Gläubigen, also sprich die, die Wunder wirken und die, die Zauber wirken, die können sich in Demon's Souls, in der Welt von Demon's Souls nicht leiden. Die denken, das sind zwei Seiten, die wissen aber nicht, dass das zwei Seiten ein und derselben Medaille sind, sozusagen. Also, die Zaubereien sind die Dämonen-Künste, sozusagen, weil sie ja eben auch aus Dämonenseelen kann er ja hier Zaubersprüche herstellen. Und die Wunder sind die von den Göttern oder von den Königen, sozusagen, von royalem Geschlecht, ja. Und das hat mich auch immer zu der Vermutung gebracht, warum Latria, das ja ein Land der Zauberei und des Wissens war, weil es war ja eine Hexe, die Königin, von König Aland angegriffen wurde, weil, wie gesagt, er gedacht hat, in der Zauberei, die sind mächtiger als seine göttlichen Wunder sozusagen, und deshalb hat er das die angegriffen, aber wie gesagt, da kommen wir dann noch später hinzu. Also er sagt, wir sollen uns von den Leuten da fernhalten, der gute Frake, weil er gesagt hat, ey, Zauberei ist total gut. Und er hat gesagt, ich hoffe, du erfährst nie, wer in Wirklichkeit ihr Gott ist. Und wir erfahren das. Wir erfahren aber dann auch, dass der gute Frake jetzt nicht zwangsläufig einen anderen Gott anbetet. Aber dazu dann später mehr. So, was noch, Frake? I was defeated and captured by the Golden Elder beyond that dungeon. Beware of him, for he manipulates souls. He has power over dark souls. Those susceptible to madness and paranoia. Dark Souls, ne? Da gab es schon die Referenz, ihr habt es gerade gehört. Also er redet quasi von dem goldenen Ältesten, dem alten Mönch sozusagen, der Latria eingenommen hat oder überrannt hat und die Königin und die Königsfamilie eingesperrt hat. Und von dem wurde er auch gefangen genommen. Jetzt stellt man sich die Frage, hat Frake versucht, ihn zu bekämpfen, ist dann gescheitert und wurde gefangen genommen, also eingesperrt, oder ist er quasi durch nach Latria gekommen, weil er ja ein Wissenssucher ist, quasi der Logan, ja, in Demon's Souls, und wurde einfach wie Logan damals, der das große Archiv aufgesucht hat, und Latria ist ein Land des Wissens, oder der Weisheit, ja, und wurde dann dabei gefangen genommen. Von wem, frage ich mich, weil er ist eigentlich einer der größten Zauberer, den dieses Land je gesehen hat, aber gut, am Ende ist, wie gesagt, der alte Mönch, der goldene Älteste, wie er hier genannt wird, ja, mächtiger, weil er ja eben dunkle Seelen beherrschen kann und nicht nur die irgendwie Dämonenseelen, vielleicht sind das nochmal andere Seelen. Aber auf jeden Fall, er erzählt uns ein bisschen was darüber. Was noch, mein lieber Frake? I know of three human leaders who became demons. Das wollte ich. King Alant of Boletaria, Astraea of the Valley of Defilement, and the Golden Elder of Latria. They have proven that humans can evolve to a higher state. We were wrong to assume that only demons could do demon work. Ja, genau den Dialog brauchte ich. Also sozusagen, also wir sehen, der gute Frake, der kennt sich ganz schön aus. Ja, der war ganz schön in der Welt unterwegs, ist ein Renaissance-Mensch, er ist quasi viel herumgekommen, er weiß viel und er kennt drei Menschen, die zu Dämonen wurden. König Aland, hat er uns jetzt ein bisschen das Ende vorweggenommen, wenn ich das mal sagen darf. Die Maiden Astraea, also die heilige Astraea aus dem Tal der Schönung und eben der goldene Älteste. Wer nämlich dieser Mann ist, der Latria angegriffen hat, viele sagen, es ist quasi so der alte Berater der Königsfamilie gewesen und der dann irgendwann gesagt hat, nö, ich will nicht mehr nur Berater sein, ich will jetzt auch mal auf dem Thron sitzen. Ja, und dann kam er weg, wurde weggeschickt von der Königin, weil die Königin gemerkt hat, oh, der will mir an meinen Thron. Und dann kam er wieder mit Dämonen im Schlepptau und ist selber zum Dämonen geworden.
Genau wie König Alant und die Maiden Astraea. Das heißt, die Maiden Astraea ist gar nicht mehr so die Gute, sondern ist jetzt mittlerweile die Böse. So geht's immer. Aber das ist so ein Thema, was sich halt durch alle Souls-Spiele so ein bisschen zieht. Quasi, dass Mitglieder der Kirche oder Mitglieder, die eigentlich mal, oder Leute, die reinen Glaubens irgendwann mal waren, von der Macht korrumpiert wurden und quasi auch dann, ja, zu Dämonen wurden oder vom Dunklen an verschlungen wurden. Das ist zwar nicht ein neues Thema, das machen viele Filme, das machen viele Bücher, aber ich finde, dass in Souls wird das immer, ist das so ein Leitthema, was da so rauskommt. Ne? Die Hybris des Menschen, sagt man ja dazu. Also er will eigentlich das Gute, aber manchmal verfällt er dem Bösen und so weiter und so fort. He has power. Ah ja, gut, okay, das hat er nochmal erzählt. So. I am fully prepared. Ja, ja. Please fetch more demon souls. Klar. Dämonenseelen. I can still be patient, my fine magician friend. Ja, wir können ja hier, wie gesagt, mit allen reden, weil wir ja Magie und Glauben auf 10, glaube ich, haben, ist hier die Stufe, die wir dazu brauchen. Und ansonsten, ja, war es das erstmal vom guten Frake. Ich glaube, der gute Ostrava hat nichts Neues zu sagen. Ich gucke mal ganz kurz, aber ich glaube, er hat nichts Neues zu sagen. Er sitzt da auch jetzt schon eine ganze Weile. But perhaps nee. So I... Okay, er hat nichts Neues zu sagen. Und wir, liebe Freunde, dann würde ich nämlich sagen, wir gehen jetzt in, ja, in die Welt 2, Punkt, oder 2-2, 2-2, gehen wir jetzt, nämlich in den Kaltstein der Panzerspinne. Unter der Schmelze verläuft eine riesige Katakombenstadt. Man munkelt, dass in ihren tiefsten Winkeln die Gruft eines Drachens verborgen ist. Ja, das stimmt, aber den werden wir dann erst danach entdecken, sozusagen. Aber wir gehen erstmal in den Kaltstein der Panzerspinne. Moment. Bin ich ja. Puh, alles klar. Ich habe gerade kurz gedacht, ich bin noch in Körperform, weil, wie gesagt, das ist ja nicht so geil, in Körperform zu sein. Nee, Kaltstein der Panzerspinne, vollkommen richtig, liebe Freunde. Vollkommen richtig. Und meine Aufnahme sieht noch ganz gut aus hier. Ich habe das ja immer parallel im Blick. Sieht noch ganz gut aus. Ich hoffe, wie gesagt, wir haben nicht dieselben Probleme wie beim letzten Mal. Aber ansonsten muss ich mir nämlich was überlegen. Ja, weil wie wir sonst hier bei Demon's Souls weitermachen, dann müssen wir das mal kurz pausieren und dann muss ich mir irgendeine Möglichkeit überlegen, sonst von der PS3 abzugreifen, sozusagen. So, liebe Freunde, wir sind hier im Kaltstein der Panzerspinne. Wir sind also quasi jetzt tief unten im Berg. Oben wurde quasi das Erz auch abgebaut, aber jetzt sind wir tief unten im Berg. Es gibt einen kurzen und einen schnellen, einen kurzen und einen langen Weg zum Boss. Ich zeige euch erst den langen und dann wahrscheinlich nochmal den kurzen für die Leute, die, Bock darauf haben. Habt ihr übrigens bemerkt, vielleicht blende ich es jetzt auch hier nochmal ein, wie sich meine Lebensanzeige verändert hat? Denn wenn eine Welt schwarz ist, wie der Nexus, der ist ja komplett schwarz in der Weltentendenz, weil ich da ja ganz oft gestorben bin, aber da gibt es ja keine schwarzen Weltentendenz, Dinge, die dort passieren, dann verringert sich mein Lebensbalken. Und wenn eine Welt weiß ist, dann wird mein Lebensbalken ein bisschen, immer ein bisschen länger. Ich habe also mehr Leben. Ich weiß, glaube ich, das geht, glaube ich, im 10%-Bereich oder so geht das. Und da vorne seht ihr schon einen Crystal Lizard. Guck mal kurz, ob ich den. Kriege ich den? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, er bringt mich auch in eine Falle. Ja, er bringt mich in die Falle, wo ich nicht rennen will. Ja, er bringt mich in die Falle, wo ich nicht rein will. Fuck, hab ich falsch gemacht. So, okay, ich habe ihn erwischt. Aber ich habe dabei alle getriggert, die ich haben wollte. Eigentlich ist das nämlich der Weg, den man nicht gehen sollte. Eigentlich ist es der Weg, den man nicht gehen wollte. Weil hinter mir müsste rein theoretisch auch ein Fat Minister stehen. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, er ist doch... nee, er kommt dann später erst. So. Ei. Alter, haut der mir wirklich mal alles weg mit dem komischen... Mit der komischen... dem komischen Spitzhacken-Ding. So, eigentlich wollte ich das nicht. Denn hier geht's, ist nämlich der, sag ich mal, ja, der kurze Weg rein, theoretisch. Genau, irgendwo muss doch hier jetzt...
Irgendwo war hier der... Genau, irgendwo war hier nämlich der Weg, also es ist der kurze Weg zum Boss. Es hilft gerade natürlich super gar nicht, dass ich, genau. Das ist der kurze Weg zum Boss. Der ist mit ein paar heftigen Sprüngen verbunden. Wie gesagt, den zeige ich euch, glaube ich, mal im nächsten Teil. Aber jetzt nicht. Und ihr seht schon, hier, ich habe das schon vorhin auch ein bisschen kaputt geschlagen, die ganze Geschichte. Hier sind irgendwelche versteinerten Dinge. Neben den ganzen komischen Typen hier sind hier versteinerte Dinge. Na, und man merkt, das ist die große Frage, was ist das hier? So, habt ihr, wir haben schon, nee, ihr habt mich noch nicht, gut, alles klar. Mich noch nicht bemerkt. Was? Hast du überlebt? Wirklich, ich habe nicht komplett, ich kann die nicht one-hitten. Das ist ja ein bisschen dumm. Oh oh, weil die hauen nämlich mit ihren Fäustchen, hauen die ganz schön zu, die Kollegen. So. Ja, jetzt haben wir wieder natürlich ein bisschen Materialien, die brauche ich eigentlich alle nicht, aber egal. So, jetzt zeige ich euch, wie gesagt, hier geht es den kurzen Weg zum Boss. Wie gesagt, den zeige ich euch später. Ich zeige euch erstmal den langen Weg. Und bevor ihr denkt, oh, was leuchtet denn da so schön? Geht da mal lieber nicht lang, liebe Freunde, beziehungsweise kommt den Dingern mal nicht zu nahe, weil die machen nämlich Folgendes, genau. Die machen nämlich das, die explodieren nämlich mal gerne. Sag mal, aber aus, mein Freund. Ich war's nicht, das waren eure komischen Bomben, die ihr hier platziert habt. Genau. Und ihr seht da hinten, da ist die nächste von diesen Bomben. Was das jetzt genau ist, ich glaube, das ist so der Vorgänger von Lingering Flame oder Lauernder Flamme, wenn ihr diesen Zauberspruch als Dark Souls 2, glaube ich, kennt. Das ist der Vorgänger und ihr seht da hinten das Licht am Ende des Tunnels, aber es kommt näher. Die bösen, bösen schieben uns hier die Lore entgegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht die Geschichte, sondern eine Lore. Eine echte Lore. Eine Bergmannslore. So. Was für gemeine Burschen. Und wer das war, das werden wir schon schnell genug herausfinden. So, wir gehen jetzt diesen langen Weg lang, weil bei dem langen Weg, da treffen wir dann auch ein paar Leute, die ich treffen möchte. Und ihr seht schon, ne, hier haben sie fette Tunnel gegraben, sozusagen. Und außerdem, da ist er. Schweinenase. Da ist er. Oh, Mist. Wieder seine komische... Wieder die... Geh doch mal da weg, Mensch. Ihr seht, ne? Der Typ ist nicht ohne. Oh. Da habe ich ihn wieder falsch eingeschätzt. Och, Mensch. Alter, ohne Flachs. Der Kerl. Er nervt so. So, ich muss mal kurz mich heilen. Ich habe ja zum Glück ganz viel Heilung an mir. Ich habe ja meinen gesegneten Streitkolben, der mich heilt. Ich habe mein Schild, das mich heilt. Und ich habe meinen Ring, der mich heilt. Von daher ist meine Lebenspunkte relativ schnell weg und der Typ schnell tot. Vollmondgras braucht kein Mensch. Aber ich hatte es jetzt eingesammelt. Na gut, dann nehmen wir das erstmal. So. Und bevor wir hier weitergehen, denn hier müssen wir weiter nach unten, gucken wir uns noch ein bisschen was an. Als erstes erstmal hier ein Augit der Fügung. Braucht auch kein Mensch. Habe ich den wieder ausgerüstet? Oh. Nee, liebe Freunde. Den können wir mal gleich mal wegschmeißen. Ah, nee. Naja, gut, okay. Das war eigentlich gar nicht mal so verkehrt, was ich da gemacht habe. Und zwar, wo ist es? Augit der Fügung. Ablegen. Braucht kein Mensch. Also, beziehungsweise, man braucht es eigentlich schon. Aber hier jetzt persönlich, ich persönlich jetzt nicht. Denn das geben sie eigentlich umsonst. Denn, wie gesagt, wir gehen ja hier in ein sogenanntes Minenlabyrinth. Und da kann es einen schon mal, und ihr seht, ne, hier versperrt uns ein paar Sachen den Weg. Zum Beispiel dieser Typ versperrt mir auch den Weg. Alter, ach ja, die haben ja auch Hyper-Armor. Obwohl ich eigentlich ja mit meinem Streitkolben relativ gut bin gegen so... sag ich mal, Schuppen, was die haben. Aber wie gesagt, hier bräuchte man den Augit der Fügung, um eigentlich zu sehen, wo man schon war. Ja, denn hier gibt es, sag ich mal, richtig böse Gegner und hier kann man sich schnell verlaufen.
Ansonsten gibt es hier relativ wenig, wo ich jetzt bin. Das ist bloß so ein kleiner Nebenweg. Wir müssen diesen Fahrstuhl da nach unten nehmen. Aber ich will euch natürlich nochmal die Gegner hier in diesem Areal zeigen. Denn das sind diese Kollegen hier. Aua. Ey, ich habe doch eigentlich mich... Okay, nicht dahin, ey. Und die kriegt man eigentlich relativ gut kaputt, wenn man den Kopf gut trifft. Okay, wenn man den Kopf gut trifft. Okay, wenn man den Kopf gut trifft. Okay, hör mal auf. Ja, genau. Wenn man nämlich den Kopf voll trifft, habt ihr gesehen? Oh. Wenn man genau reintrifft, genau, dann tötet man die relativ schnell. Und die lassen Grausteinscherben fallen. Und Grausteinscherben sind relativ cool. Denn Grausteinscherben... Genau. Eine Scherbe aus grauem Erz, das ein mattes Licht ausstrahlt, wertet Einhänder-Echse, blablabla, der Herstellung von Waffen verwendet, deren schiere Kraft Gegner niederstrecken kann. Waffen können bist du, also das macht die Strength-Waffen sozusagen, die Waffen, die mit Strength scalen. Und vor diesen Typen sollte man echt aufpassen. So, und wie gesagt, die kann man mit Magie noch viel einfacher ausschalten, aber die sind schon in Ordnung, die Kollegen hier. Genau, und die Grausteinscherben, die machen quasi das Waffenscaling. Ich mache mal Folgendes, liebe Freunde. Da ich jetzt meine Ringe nicht wechseln will und da ich ja, wie gesagt, mir Waffen Gegenstände relativ einfach duplizieren kann, werde ich mal alles, was ich nicht mehr brauche, dass mir das Inventar nur vollpackt. Ich glaube, den Scharfsteinklumpen habe ich nicht, die große Scharfsteinscherbe habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber zum Beispiel die normalen Scharfsteinscherben, die kann ich ablegen. Den Hartsteinklumpen, aber die große Hartsteinscherbe habe ich auch, aber Hartsteinklumpen glaube ich noch nicht. Alles, was ich noch nicht habe, logischerweise, aber das kann ich mir ja einfach duplizieren. Das hole ich mir dann jetzt erstmal. Alles andere lege ich immer erst ab, weil ansonsten mache ich mir mein Inventar nur unnötig voll. So, hier hinten gibt es noch genau das, was ich eigentlich nicht mehr, aber wie gesagt, egal. Kann ich auch gleich hier hinten eigentlich wieder ablegen. Quatsch. Und zwar die große Scharfsteinscherbe, ne, die habe ich, die Rheinsteinscherbe war es, genau. Die brauche ich nämlich nicht mehr. So, liebe Freunde, das ist, wie gesagt, hier nur ein kurzes Areal, das soll uns eigentlich nur ein bisschen diese Würmer hier näher bringen, sozusagen. Außerdem können wir hier ein bisschen uns mal angucken, oh, was ist da unten? Ja, da geht's noch hin, liebe Freunde, denn wir fahren hier mit einem Fahrstuhl nach unten und da unten... What the fuck? Ach so, ja. Da unten sehen wir zwei Dinge. Jetzt habe ich es erkannt erstmal. Da unten sehen wir zwei Dinge. Einmal so ein großes Vieh, das ist einer dieser großen Gegner. Die sind echt scheiße, weil die echt viel aushalten. Und ich glaube, ich habe nicht die richtige Waffe für die mit. Und zum anderen, da unten, da winkt jemand. Und wer dieser jemand ist, das werden wir noch früh genug erfahren. Es ist aber jemand Bekanntes. So viel kann ich euch verraten. Kann ich den von hier erwischen? Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Brauche ich alles nicht. Doch, den Rheinsteinklumpen, den brauche ich definitiv. Den Rest brauche ich nämlich nicht. Weil, wie gesagt, ansonsten fällt der natürlich hier runter. Ja, der komische Crystal Lizard. Ich bin heute relativ gut, was die Crystal Lizards angeht. Ach, da runter, da könnte ich mich noch droppen lassen. Also, man kann ja hier sich auch runter droppen. Na, aber dazu bräuchte man, glaube ich, auch... da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Leben für. Und da habe ich jetzt keinen Bock gerade. Weil man kann sich natürlich hier runterdroppen lassen. Das ist möglich. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Ich glaube aber nichts Wichtiges, wenn man mich fragt. Ach Gott, lieb... Obwohl, nee, wir gehen erstmal den sicheren Weg und dann können wir uns immer noch runterdroppen lassen. Weil dann haben wir das... Genau. Wir gehen erstmal den sicheren Weg und dann können wir uns immer noch runterdroppen lassen. Ich glaube, ich schaffe das nämlich nicht mit den Lebenspunkten, den ich habe. Obwohl natürlich Demon's Souls sehr... moderat ist, was den Fallschaden angeht. Aber wir gehen erstmal hier runter. So. Ja, weiter, noch tiefer in den Berg hinein. Außerdem zwei Crystal Lizards. Die laufen einem schon weg. Nicht hinterher. Die laufen einem, die locken einen nur in eine Falle, in die man nicht rein sollte. Ich hab da jetzt auch keinen Bock da. Und außerdem kann ich ja wieder ein paar Steine hier lassen. Und zwar die große Hartsteinscherbe, die brauche ich nicht. Hartsteinklumpen, wie gesagt, ja.
Reinsteinscherbe, nein. Weil das nimmt mir alles nur Platz im Inventar weg. Ich glaube, ich habe auch Graustein schon, aber egal. Denn die, ihr seht ja schon, die verbergen sich hinter schwarzen Phantomen. Die sind richtig kacke. Eigentlich habe ich keinen Bock auf die. Eigentlich habe ich so richtig gar keinen Bock auf die, aber ich muss mit denen jetzt battlen, weil dann sind die nämlich weg, weil die kommen dann nämlich nicht nochmal. Und da ich in Körperform bin, ist das eh nicht so schlimm. So, und außerdem hängen die auch gerne mal. Ach Mensch, jetzt nicht mehr. Die haben nämlich nur fette Keulen, die Kollegen. Und fette Schilder, die einen ein bisschen... Ach Mensch, ich nenne sie die Keulenbrüder. Aber die Keulenbrüder können rein theoretisch auch nichts. Außer, wie gesagt, mit ihren Keulen zuhauen. Aber wenn die mal treffen, ne, ihr wisst es ja, liebe Freunde, dann ist vorbei mit der Übeltät 3. Obwohl ich natürlich ein relativ gutes Schild habe. Das muss ich einfach mal sagen. Solange ich halbwegs gut blocken kann. Aua. Ups. Aber ihr seht schon, selbst wenn die nur zuhauen mit ihren Keulen, dann können die einen schon richtig staggern. Also wenn man, also die treffen nicht mal, sondern wenn man nur in der Nähe steht, ist das schon relativ bitter. So, aber einer weg. Die sind jetzt nicht besonders schwer für mich. Zumal sie ja wirklich fast keine Rüstung haben, sondern die haben nur diese Keulen und eigentlich fast nichts an. Und außerdem sind sie einfach zu backstabben. Ich heb dann gleich mal ihre Gegenstände auf. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau ist, was die fallen lassen. Müsste man nochmal gucken. Ich bin die ganze Zeit sehr paranoid, was meine Aufnahme angeht. Sag mal. Hallo. So, die sind wie gesagt nicht so schwer. Mein gesegneter Streitkolben ist schon relativ gut. Also plus 1. Ich werde den dann natürlich weiter upgraden. Aber ihr seht, ne, die kriegen schnell ihr Schild hoch. Das ist das schwere Eisenschild, das haben wir auch. Das ist aber, wie gesagt, A, natürlich, wie der Name schon sagt, relativ schwer. Und B, ja, nicht so geil. So, die lassen nur Rheinsteinklumpen fallen, das ist nicht schlecht. Und Ephemeraugensteine. Und ein Drachensteinklumpen, sehr gut. Ich wusste doch, warum man die umnietet. Weil Drachensteinklumpen ist natürlich für das Upgraden extrem wichtig von Feuerwaffen. Und wenn ich richtig informiert bin, bleibt sogar hier hinten eine der Crystal Lizards stehen. Aber die weiß ich gar nicht mehr. Ich mag übrigens die Soundkulisse hier. Ach nee, genau, die rennen nämlich nur... Ach ja, die rennen ja in den... Ah ja, stimmt, hier ist ja das. Hier ist quasi der, sag ich mal, der... Ja, wie soll man sagen? Das Nest der Crystal Lizards, ihr seht's, ne? Das hat ja auch uns der gute befleckte Mann erzählt, dass er weiß, wo die sind. Leider kriege ich die nicht, weil ich zu blöd bin und weil ich den Ring des Diebes auch gerade nicht anhabe, sodass ich die dauernd trigger. Aber das ist auch nicht so wichtig. Wie gesagt, aber könnt ihr euch merken, ich glaube, hier gibt es dann da hinten noch ein paar Items. Aber wie gesagt, die werden wir mal uns dann, wenn wir den Ring des Diebes mal angezogen haben, werde ich mir vielleicht das mal irgendwie holen. Übrigens, für die sich vielleicht immer noch das fragen, ich war im Turm von Latria und habe dieses Item nochmal geholt zwischen den Teilen, was ich da oben habe liegen lassen vor dem Bosskampf. Das war ein Witwenlotus, also nichts Besonderes, liebe Freunde, so viel kann ich euch verraten. So, wir machen noch eine Sache heute. Und zwar gehen wir natürlich dahin, was wir da oben gesehen haben. Achso, und außerdem... Achso, und hier kann man sich dann, wie gesagt, schnell... hier sind die Dinger. Na, egal. Hier ist, wie gesagt, ja auch nur ein Loch. Hier geht es eh nicht weiter. Ja, das soll so als kleiner Hinweis gelten. Und außerdem sind hier sehr viele Hinterhalte. Also es bedeutet, hinter jeder Ecke stehen irgendwelche komischen Typen. Und hauen ein mit den Dingern. Außerdem dieser Hinterhalt hier. Ja, diese Viecher sind einfach nur arschfies. Wer sowas gemacht hat. Ich sag ja, es ist eine ganz bestimmte Person, die Sachen hier gelassen hat. Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, schöner Mann. Störe ich Sie bei der Arbeit? Schichtende eigentlich. Schon längst. So, Ruhe. So, und jetzt kommen wir nämlich dahin. Ups. Wo die ganzen... Ja, Rheinsteinscherben...
Ach so, und das ist eigentlich alles auch nicht der Rede wert, was wir hier einsammeln. Ich muss mich dann dann nochmal davon trennen. Weil, wie gesagt, ich trage ja, sprichwörtlich, trage ich ja Steine mit mir rum. In meinen Taschen. Und nein, natürlich machen die dann die Taschen natürlich schwerer. Ist ja ganz klar. So, liebe Freunde, genau. Und hier geht es jetzt dahin, was wir da unten gesehen haben. Einen winkenden Mann und ein großes, gemeines Etwas. Und hier unten auch gemeine Etwasser. Aber als allererstes kümmern wir uns um den netten jungen Mann, den wir hier oben sehen. Den wir hier oben sehen, habe ich gesagt. Achso, wir holen uns erstmal noch das Item hier hinten. Ach ja, stimmt, da war ja was. Treffe ich dich? Och nee, ich treffe dich natürlich nicht. Ich treffe dich natürlich nicht. Ich treffe dich natürlich nicht. Das ist doch kacke. Yep, okay, das war gut. Oh, Mensch. Na, endlich. So. Gut, liebe Freunde. Ach, du lässt mal nichts fallen heute, ne? Das ist ja auch gut. Gut, zum guter Letzt sprechen wir, obwohl, ich mach die erstmal platt, nicht, dass die mir in den Rücken fallen. Die Kollegen. Ihr seht, ne, ganz viele von solchen Dingern und da unten könnte man dann nicht mal runterspringen können. Machen wir, aber erstmal kümmern wir uns um diese Kollegen. Ich weiß gar nicht, wie die auf meine Pfeile reagieren. Ich glaube nämlich gar nicht großartig, ne. Ich weiß gar nicht, wie die auf meine Pfeile reagieren. So, ne. Na dann. Die können nämlich fliegen. Aua. Und ordentlich zuhauen. Sind die Nachkömmlinge oder die... Oder... die Abkömmlinge, Verwandte von den Drachen. Weil die lassen nämlich Drachensteinscherben fallen. Sehr interessant, was die hier, ne? Man könnte ja fast vermuten, als ob sie quasi die Larven wären von Drachen, aber sie sehen nicht sehr drachenmäßig aus, eher käfermäßig. Jetzt kann man natürlich auch sagen, vielleicht ist der Drache hier durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, oh, tolle Käfer, hübsche, süße Käfer, mit denen anbandle ich mal an, aber keine Ahnung. Und das Ding da oben, das steckt übrigens fest, für die sich wundern, was hier passiert. Das steckt fest. Und wer dafür verantwortlich ist, dreimal dürft ihr raten, es ist dieser freundliche Herr. Und dieser freundliche Herr kommt uns doch allen bekannt vor. Zumindest wenn man Dark Souls oder Dark Souls 3 gespielt hat vorher. Wenn man das erste Mal Demon's Souls spielt und das allererste Souls-Spiel für einen ist, dann lernt man diesen netten Kerl hier kennen. Und wie gesagt, alle Dark Souls-Veteranen werden ihn kennen. Ansonsten wirkte der erstmal wie so ein harmloser NPC. Wir haben übrigens dasselbe Schild. Wir sind echt coole Bros. Schönen guten Tag, wer sind Sie denn? Oh, you're not mad like the rest, are you? Well, what jolly traveling companions are we? Pleased to meet you. Call me Patches. Oh, see that treasure over there? Go on and take it. My gift to you, just to show that we're friends. Phew, I'm glad to meet you. These soul-starved imbeciles will drive you mad. Ja, liebe Freunde, das ist der gute Patches. Und der gute Patches sagt uns natürlich ganz freundlich. Ja, du geh doch nochmal hin und hol dir den Schatz da drüben. Als Zeichen unserer Freundschaft. Kümmere dich übrigens nicht um dieses riesige, komische Etwas hier. Nein, 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 das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Geh einfach hin und hol dir das Item als Zeichen unserer Freundschaft. Weil ich bin nicht so seelenlüsternd wie die anderen Idioten hier. Ja, ja, ja. Wer den lieben Patches kennt, weiß, dass es natürlich eine Falle ist, aber auch selbst die dümmsten und naivsten Menschen würden sich sagen, nee, ich gehe da nicht einfach hin. Das Ding, da passiert ja dann was. So, ich sag mal so, wir reden nochmal mit Patches. Wir fragen ihn nochmal, du bist du dir sicher, dass wir da rübergehen können? What's the matter? I'm going out on a limb here. Give me a chance to prove my good faith. Nicht so ganz. Ich traue ihm immer noch nicht über den Weg. Ihr? What's the matter? So, liebe Freunde, wir machen natürlich Folgendes. Wir bemühen uns, wir gucken mal, was der hier, 15. Nicht besonders viel. Ich glaube nämlich, wenn ich richtig informiert bin, explodiert dieses Ding. Wenn man eine bestimmte Lebensdings herunterhaut, eine bestimmte... Warte mal, nee, genau, so.
Genau, ein Glück, dass ich dafür meinen Streitkolben mitgenommen habe. Denn der, mein Schwert würde sich nämlich an den abprallen. Mein Streitkolben geht ja zumindest durch. Und sobald sich das ein bisschen, sag ich mal, ja, anfängt zu zappeln, das Vieh, dann definitiv mal die Beine in die Hand nehmen. So viel steht fest. Ich glaube, demnächst sollte es soweit sein. Okay, der nächste Schlag. Ist es? Ja, da erwischt sie mich auch den lieben Patches. Eine riesige Atombombe, auf die er uns da gerade gelockt hat. Der Arsch. Mein lieber Patches, geht's dir gut? War doch nicht so sicher, wie du gedacht hast, ne? You! How did you do that? Tja, wie habe ich das nur geschafft, mein lieber Patches? Ich hab einfach mal draufgehauen. Gewalt ist die Lösung. You! How did you do that? Tja. Alles gut. Ich hole mir jetzt meinen Treasure. Eine dumpfe, dumpfe Keule, liebe Freunde. Eine dumpfe, dumpfe Keule. You! How did you do that? Tja, ich war gut. Ich war gut, lieber Patches. Ich bin gut, deshalb. So, außerdem holen wir uns eine Drachensteinscherbe. Ein Ring der Flammenresistenz, den werden wir definitiv beim Bosskampf brauchen. Den dreimal dürft ihr raten, natürlich hat dieser Boss irgendwas mit Feuer zu tun. Und außerdem, rein theoretisch, genau, können wir uns hier dann runterdroppen lassen. Aber das können wir auch, müssen wir uns nicht mal, sondern, weiß gar nicht, müssen wir uns hier runterdroppen lassen? Ne, ich glaube nämlich nicht. Außerdem sehen wir hier wieder diese, sag ich mal, versteinerten, oder ich sage mal, vielleicht haben sie sich auch nur gehäutet, vielleicht haben die ja eine Steinhaut, deshalb halten die ja so viel aus. Diese komischen Käfer, sozusagen. Und schon hören wir auch alles ein bisschen ruhiger hier. Ne? Wir sind ja tief unten im Berg, das ist alles ein bisschen ruhiger. Und der gute Patches, der ist erstaunt, wie wir das gemacht haben. Und ich würde sagen, liebe Freunde, ich gehe nochmal schnell kurz hier runter. Ja, ich glaube, die Dings interessiert mich nicht. Die Crystal Lizards hier, die es hier gibt, die interessieren mich nicht großartig. Genau, hier kann ich mich dann, runterfallen lassen, geht dann da, genau. Die Crystal Lizards hier, die interessieren mich relativ wenig, die führen mich sowieso nur dahin, wo eh alles böse ist. Deshalb interessiert mich nicht großartig der Crystal Lizard. Wir gucken nur mal hier hin. Nee, hab ich schon gesehen. Ja, interessiert mich alles nicht. Ich glaube, der lässt sowieso nicht so was Wichtiges fallen. So, und rein theoretisch, weiß gar nicht, was es hier gibt, wo wir runterfallen können. Ich bin mir nämlich nicht mal sicher, ob wir hier dann runterrutschen. Aber ich probiere es einfach mal. Nein, hier rutschen wir nicht runter. Ach, ist ein Ephemer-Augenstein. Ist ja lächerlich. So, liebe Freunde. Ich glaube, wir kommen da von da oben nur runter, ne? Ich glaube... Ich weiß gar nicht, was das da oben ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach so, ihr jetzt. Ja, stimmt. Nö. Lass mich... Alter! Wie habe ich denn das gemacht? Nö, lass mich mal alle in Ruhe. Die kommen nämlich von da unten. Und da unten ist es... Alter! What? Okay, einer nach dem anderen geht. Mehr auf einmal geht nicht. Oh Gott, was habe ich denn hier? Was habe ich denn da angerichtet? Was habe ich bloß angerichtet? Oh Gott. Eigentlich nicht. Weil eigentlich will ich auch da nicht hin. Weil hier ist genau derselbe Bullshit. Oh Gott, ich habe mich... Pest und Cholera. Pest und Cholera, liebe Freunde. Pest und Cholera. Weil die machen nämlich mit ihrem komischen Zeug mit meiner Ausrüstung kaputt. Verzieht euch doch mal alle. Danke. So, jetzt machen wir die noch schnell kaputt hier. Oh, Mensch. Die doofen Dinger und dann war's das für heute. Genau, dann machen wir nämlich fürs nächste Mal dann... Nein! Den Kopf anvisieren. Oh. Mensch. Mensch! Eigentlich, dass ich genug Pfeile dabei habe. So, Ruhe. So, geht's hier hinten noch lang? Ja, hier hinten geht's ja noch lang. Genau, Harnsteinklumpen brauche ich alles nicht. Ich habe gesagt, ich pack mir wirklich Steine hier rein. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass die so von unten so komplett
alle sehr aggressiv da hochkommen. Das habe ich noch nie erlebt. Naja, egal, liebe Freunde. Ich würde sagen, habe ich die eigentlich schon kaputt? Die habe ich hier kaputt gemacht, ne? Ja, die habe ich hier kaputt gemacht. Genau. Um den kümmere ich mich noch. Ich würde sagen, wir kümmern uns dann hier im nächsten Teil. Geht es dann weiter. Der gute Patches ist immer noch total erstaunt. How did you do that? You. How did you do that? Ja, ich weiß es nicht, Patches. Vielleicht habe ich einfach nur draufgehauen. Wie gesagt. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ich erkunde dann auch alles noch weiter. Vielleicht springen wir auch von oben dann nochmal runter, liebe Freunde. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr liked, subscribed und kommentiert. Dann geht es hier auch weiter mit Demon's Souls. Diesmal hat es auch alles geklappt mit der Aufnahme. Ich sehe das schon von hier. Das hat alles sehr gut geklappt. Das heißt, diesen Teil seht ihr definitiv. Im nächsten Teil kämpfe ich mich weiter durch und dann ja natürlich hoffentlich auch zum Boss, den ich hoffentlich auch beim ersten Anlauf schaffe, weil der ist nicht einfach, der Kollege. Ist einer der härtesten Bosse im Spiel, sag ich also zumindest, weil der ziemlich geile Attacken dran, drauf hat und einer der wenigen Bosse ist schon in Demon's Souls, die sogenanntes Heatmeter haben. Das bedeutet, ab einer bestimmten Lebenspunkteanzahl haut der ein bisschen härter rein oder haut ein bisschen schneller zu. Ja? Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Ansonsten noch viel Spaß im Internet und wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss!